Hallöchen Leute, willkommen wieder zurück zu Paper Mario, die Legende vom Äonentor beim Äonentor. Wir müssen jetzt nämlich herausfinden, wo sich das sechste Sternwheel befindet. Also werden wir das gleich mal tun. Auf der magischen Karte wurde die Lage des Sternenbilds eingetragen. Gehen wir zurück zu Professor Gumbat. Oh yeah. Oh, ihr werdet euch freuen. Das nächste Sternenbild ist im Bad Glimmerich. Bad Glimmerich? Wohnen da nicht die ganzen reichen und schönen? Nach meiner Information wird im Glimmertempel ein Stern verehrt. Es gibt dort weder gefährliche Monster noch dunkle Verliese. Bad Glimmerich ist ein sehr geruhsames Touristenstädtchen. Und nach Bad Glimmerich kommt man mit dem... Genau, der berühmte Glimmerliner fährt dorthin. Zu diesem Sternenbild habt ihr also eine sehr bequeme Reise vor euch. Es mag jedoch sein, dass es etwas Mühe kostet, das Juwel tatsächlich zu bekommen. Aber ich habe gehört, die Fahrkarten für den Glimmerliner wären unerschwinglich. Vielleicht müsst ihr wieder Apple Moon bitten. Oh nein, der schon wieder? Na gut, was sein muss, muss wohl sein. Gehen wir, Mario. Also, ihr habt verstanden. Wahrscheinlich haben wir nicht mehr viel Zeit. Und ich brauche noch einige Informationen. Euch also viel Glück. Ja, das nächste Sternbild ist tatsächlich in Bad Glimmerich. Die Stadt der Reichen und Schönen. Da lebt quasi die High Society. Doch, aber... Damit lasse ich mir absichtlich jetzt noch ein bisschen Zeit, weil es noch einiges für mich zu tun gibt, abseits der normalen Hauptstory. Und trotz alledem kann ich aber schon mal sagen, das sechste Kapitel ist mein zweitliebstes Kapitel hier in Paper Mario 2. Wenn nicht sogar auf selber Höhe wie das dritte Kapitel, also das dritte und das sechste, das sind da meine Lieblingskapitel hier, habe ich hier schon oft genug gesagt. Ich möchte jetzt mal ganz kurz zur Jobagentur für einen ganz bestimmten Auftrag, nämlich... Den habe ich mir auch aufgehoben, weil man den vielleicht besser erst macht, wenn man Bart im Team hat. Muss man zwar nicht, aber da kann ich quasi jetzt mal zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ihr werdet dann schon noch sehen, was ich meine. Und zwar gibt es hier nämlich unter den ganzen Auftraggebern einen, der unbekannt ist. Und zwar ist das dieser hier. Ne? Da steht Auftraggeber 3 Fragezeichen und Inhalt Orden. Ich bin auf der Suche nach einem seltenen Orden. Details der gleiche Dame. Wir treffen uns auf dem Dach des Hauses von Raggle T. Der Name des Auftraggebers ist unbekannt, vielleicht ist es ein furchtbarer Kerl. Und diesen Auftrag willst du übernehmen? Ja. Also dann, gib dir Mühe. Vielleicht ist es ein furchtbarer Kerl. Nein, nein, nein. Ihr werdet gleich sehen, um wen es sich dabei handelt. Man kann es sich bestimmt schon denken. Ja, ich habe noch 234 Münzen. Es könnte sein, dass wieder ein neues Super Luigi hier ist. Also zum Kaufen. So, was steht denn hier wieder? Es scheint Rückkehrer von der Isla Corsaria zu geben. Ob sie wohl die Taschen voller Juwelen haben? Naja, nicht unbedingt. Sulecke. Dieser bärtige Kerl ist heil von der Isla Corsaria zurückgekehrt. Vielleicht sollte ich es ja auch mal versuchen. Ist ja egal, ob ich verflucht werde. Einer, der das schnelle Geld machen will. Da sollte er sich lieber ein bisschen vorsichtig verhalten. Und da ist es schon tatsächlich. Seht mal, Super Luigi Band 2 kostet schon 128 Münzen. Unser Tipp des Monats. Na dann, wird gleich mal gekauft. Für den Super Luigi 2 bekomme ich 128 Münzen zuschlagen. Na klar. Her damit. Herzlichen Dank. So, alles andere ist mir Wumpe. Bezüglich, naja, Workers Kick, Lebenspilz, normaler Pilzkraftpunsch. Das lassen wir mal lieber alles so, wie es ist.
Und dann muss ich ja erstmal hier rauf. Ich kann ja noch schauen, ob vielleicht der Ordensshop wieder was Neues hat. Aber mit 106 Münzen, vielleicht kann ich mir doch was leisten. Ich muss mich unbedingt mal ausruhen, Leute, hier. Ich muss mich ausruhen. Habe ich überhaupt noch einen Hotelgutschein? Moment. Kleinen Moment bitte, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich noch einen Hotelgutschein habe, den könnte ich mal verwenden. Falls nicht, dann, ja, muss ich halt zahlen. So, hier abholen. Was müssen wir mitnehmen? Doch, ich habe noch einen. Na dann, bitte her damit. So, bitteschön. Nö, noch mehr wieder möchte ich nicht. Und tschüss. Es ist jetzt nämlich so, dass sich unten in den Katakomben neue Gegner befinden. Kupertrullin und Kamex. Die sind jetzt hier unten ganz neu. Die geben aber auch schöne Erfahrungspunkte, sind aber natürlich auch ganz schön stark. Also vergleichsweise stark, sage ich mal, für Standardgegner. Es geht. So schlimm ist auch wieder nicht. So, wir haben ein Tothaus hier. 5 Münzen. Obwohl, naja, 5 Münzen. Ach komm, da brauche ich nicht benutzen. Nee, nicht benutzen. 5 drauf, den hebe ich mir für was anderes auf, für später dann mal. Nur 5 Münzen ist ja sogar noch akzeptabel. Also, schauen wir mal ganz kurz in den Ordenladen. Ob der wieder was Neues hat. Tu mir nichts P. Ausweicher P. Sparblüte P. Feuerschlag. Eisschlag. Feuerschlag. Mario attackiert alle Bodengegner, setzt sie in Brand. Den habe ich aber, glaube ich, noch gar nicht mal. Kann das sein? Das ist der... Na klar, das ist nämlich der letzte Orden, der mir noch unter den Hämmern fehlt. Also die Hammerorden. Ich glaube, den werde ich mir kaufen, oder? Lass mal sehen, was du sonst noch so hast. Ja, ich grüße dich, willkommen, von ganzem Herzen. Hier lang habe ich gewartet. Oder ich habe mal verkaufen, weil ich eigentlich jetzt irgendwie was doppelt. Bla 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 bla. Irgendwas doppelt gemoppelt hier. Oder eh nicht. Nee, ich glaube, da habe ich nichts doppelt. Dann wird auch nichts verkauft. Ich könnte zwar theoretisch diese Sound-FX-Orden verkaufen. Beim Angriff gibt Mario Froschlotte von sich und auch beim Angriff erzeugt Mario einen seltsamen Ton. Ich meine, hey, die geben immerhin 50 Münzen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich verkaufe die. Die brauche ich nämlich eh nicht mehr wirklich fürs Spiel. Und die bleiben, wie gesagt, eh drin in meinem, na, ihr wisst schon, in meinem Journal. Also ich verkaufe die jetzt. Sind so unnötig. Und wenn sie immerhin 50 Münzen ergeben, kriege ich jetzt gleich wieder 100 rein. So, den Sound-FX-B bitte auch. Und jetzt kaufe ich mir den Feuerschlag. Feuerschlag kostet 70 Münzen. Um diesen Orden anzulegen, benötigst du 3 OP. Soll es der sein? Ja. Und der ist echt nicht schlecht. Für 5 BP führt Mario den mächtigen Feuerschlag aus. Er attackiert alle Bodengegner und setzt sie in Brand. Mehrere Orden verbrauchen mehr BP, wirken aber stärker. Ja, das ist quasi das Gegenstück zum Eisschlag. Jetzt ist es hier der Feuerschlag. Ich glaube, ich werde dafür sogar mal den Power Rods rausnehmen. Den Feuerschlag eventuell reintun oder hebe ich mir den sogar dafür später auf. Vielleicht doch lieber erstmal den Anti-Feuer wieder reintun. Charge P, ach. Doppelgriff habe ich übrigens jetzt auch endlich mal hier dank der Papierbootfähigkeit gefunden. Lässt Mario 2 Items pro Runde einsetzen. Der Einsatz kostet 4 BP, der Einsatz von 2 Orden kostet mehr BP, ermöglicht aber den Einsatz von 3 Items. Ist auch nicht so schlecht, aber im Moment noch nicht so wichtig. KP plus P wäre schön, wenn ich den endlich mal nutzen könnte. Erhöht die Gesamtkp eines Mitstreits um 5. Das betrifft ja alle. So, hier Angriffskraft um 1 gesenkt. Ne, das ist uncool. Ausweicher, naja. Autsch ist sowieso total dämlich. Ich weiß nicht so recht, hier der Blumensegen wäre nicht schlecht. Die BP regenerieren sich langsam während des Kampfes. Der soll es mal sein. So, den habe ich mir nämlich jetzt auch zuletzt für Sternsplitter ertauscht. Der ist sicher nicht so verkehrt. Und ich glaube, beim nächsten Level-Up werde ich vielleicht ausnahmsweise sogar endlich mal wieder meine Gesamt-KP erhöhen. Weil jetzt wird es ja doch immer schwieriger im Spiel. Weil nur 20 KP ist ja doch immer noch ein bisschen weniger. Also vielleicht mal 25 KP wäre nicht schlecht. Also das werde ich machen. So viele Sternpunkte brauche ich dafür gar nicht mehr. So, was hast denn du jetzt noch unter den anderen Orden? Hä? Kaufen? Andere. Stufe Erwäsche, Wirschlag, Kraft Plus. Oder 400 für Kraft Plus, der spinnt ja. Nee, der hat jetzt eigentlich gar nichts mehr, was mich irgendwie interessiert. Also die habe ich alle schon. Die habe ich wirklich alle schon. Und die, die hier jetzt rumliegen, eigentlich auch. Also, ja. Das reicht. Der Vorschlag ist aber echt nicht schlecht für später dann.
Und seht mal, wen wir hier haben. Es ist Nagarine. Sie ist nämlich die Auftraggeberin. Hihihi, mein süßer Mr. Schnauze, ich bin die Auftraggeberin. Ich bin so froh, dass du den Auftrag übernommen hast. Lass uns also gleich über das Geschäftliche reden. Ich habe zwar endlich herausgefunden, wo der seltene Orden versteckt ist, aber ich kann ihn einfach nicht finden. Er muss irgendwo in Logarts Burg sein. Als ich hörte, dass du Logart besiegt hast, habe ich mich auf den Weg gemacht. Aber in den Zimmern der Burg konnte ich nichts finden. Ich weiß zwar nicht warum, aber man braucht wohl Wind, um den Orden zu finden. Suchst du ihn für mich? Du bist meine letzte Hoffnung. Ja, also Nagarine sucht tatsächlich einen Orden aus Logarts Burg und das heißt, wir müssen tatsächlich nach langer Zeit mal wieder in Logarts Burg zurück. Und es ist halt wirklich besser, man macht den Auftrag erst dann, wenn man Bart im Team hat, weil dann kann man nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Denn der liebe Merlon, der stand vor kurzem noch hier vor der Tür und hat so gesagt, da wo einst ein großer Drache war, hinter dem Raum mit der schwarzen Box, da ist irgendwie, ja, hinter einer Wand so irgendwie was versteckt, was dem Helden nützlich sein könnte, was auch immer das bedeuten soll, er weiß es selber nicht so genau. Aber das ist trotzdem noch sehr wichtig. Und deswegen werde ich quasi beides auf einmal machen können. Weil auch dieses Ding befindet sich halt eben in Logarts Burg. Das heißt, damit ich halt nicht umsonst nochmal dahin latschen muss, obwohl ich glaube, für einen weiteren anderen Auftrag muss ich da dann auch leider nochmal hin. Und man kann ja dummerweise keine zwei Aufträge gleichzeitig annehmen, aber im Moment ist mir das von Nagarine wirklich wichtiger als der von irgendeinem anderen Typen. So, und wie gesagt, den Riss da oben bei der Wand, den könnten wir zwar sprengen mit Bartom, aber da kommen wir leider nicht dran. Von hier nicht und von der anderen Seite aus eigentlich leider auch nicht. Weil seht mal, hier komme ich nicht rauf, aber dafür kann ich, genau, jetzt kann ich endlich mal hier mit dem Papierboot fahren. Genau, das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Und seht mal, da hinten ist schon wieder ein Haus und ein Insignienblock. Geil. Ah ne, Blödsinn, zu dem Haus komme ich leider nicht, aber zumindest zu dem Ding hier. Schwupps. Und ich habe wieder 12 Stück. Alles klar, ich kann nämlich von hier aus leider nicht rüber zu der Röhre schwimmen, da lande ich im Wasser. Soweit kann Mario leider nicht jumpen. Also das mit der Röhre muss leider noch warten. Da müssen wir nämlich extrem hoch springen können. Das geht aber im Moment nicht. Also muss das leider noch warten. Tut mir sorry. So. Okay, also, das heißt, echt nochmal zurück zu Logarts Burg. Wenigstens müssen wir das Feuerteil nicht wirklich durchqueren, weil Logarts Burg eh gleich am Anfang war. Da ist es ja doch wirklich besser, man geht über die Röhre hierher und nicht über diese blaue Röhre nach Blüten, weil das müssten wir den ganzen Weg wieder zurücklatschen, wäre auch doof. Ich glaube, hier draußen gab es eh keine Bodenbrand. So, da sind wir auch schon. Spuckdiwupp. Also ich finde es ja wirklich irgendwie schade, dass man nicht mehrere Aufträge der Jobagentur gleichzeitig übernehmen kann. Ja, vielleicht haben die Entwickler damals gedacht, irgendwie, dass sich das gegenseitig behindern würde und deswegen ist es nicht möglich. Jetzt können wir übrigens auch mit Blaze rüber, dann müssen wir nicht immer mit dem Papierflieger rüber fliegen. So. Also nach ganz schön langer Zeit sind wir endlich mal wieder hier und es sind hier natürlich immer noch Gegner. Und apropos, bevor mir die jetzt wieder auf die Nerven gehen, werde ich mal wieder den, wo ist er eigentlich, den Erstangriff-Orden anlegen. Ne, nicht Erstangriff, ne, was meinte ich jetzt damit? Den Danebenorden, dass gegnerische Erstangriff wieder verhindert wird. Also sonst gehen mir die Typen echt ein bisschen sehr auf den Keks. Die sind leider nicht stärker geworden. Die sind auch genauso schwach wie früher. So, aber ich will meinen, sogar irgendwo hier in Logarts Burg gab es sogar ein paar versteckte Bodenfliesen, die man erst halt mit der Stampfattacke benutzen kann, also umdrehen kann. Ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher, wo. Bin mir... Hilfe! Nein, ich will nicht! Nein, geh weg! Hilfe! Oh, Mann, ey. Die sind so lästig. Aber dafür sind sie ja immer noch total schwach. Hier ein einziges KP, das ist lächerlich. Multisprung, da sind sie auch schon tot. Eins, zwei, drei und vorbei. Und die geben natürlich, weil sie so schwach sind, auch nur noch mal einen einzigen Sternenpunkt. Fiesmann. Und der nächste auch gleich. Ich hasse euch. Warum müsst ihr euch überhaupt noch einmischen? Ihr habt ja nichts mehr zu melden, also bleibt einfach tot.
Verrinnen und dummer Haufen lebendiger Knochen nichts weiter. Lächerlich. So. Wohl wartet mal. Ich gehe doch nur mal zurück. Ich könnte schwören, dass da irgendwo was war. Eine Stampfplatte. Es kann aber auch sein, dass das hier hinter war. Das kann sein. Ich probiere das jetzt mal. Ich gehe jetzt hier mal durch. Und gucke hier irgendwo. Ah, voll fies. Es ist tatsächlich wahr. Hier bei dem linken Fenster ist echt noch ein Sternsplitter unter so einer Bodenplatte versteckt. Den konnte ich am ersten Besuch damals noch nicht bekommen. Da hatte ich ja noch keine Superstiefel. Und irgendwo anders müsste ich, glaube ich, auch noch einen nicht bekommen haben. So, das ist ja auch hier so blöd mit diesen Kackblöcken hier. Die kann ich ja immer noch nicht zerstören. Dafür ist sogar der Superhammer zu schwach. Das ist ja das Blöde. Geh mal einfach weiter. Also wegen dem Auftrag müsste ich eigentlich genau in den Raum, in dieses riesige Zimmer, wo ich gegen Logan wirklich direkt gekämpft habe, wo der Endkampf stattgefunden hat. Aber jetzt gehe ich erstmal noch ganz hier hinten. Wegen der Sache mit Merlon. Die gehen mir so auf die Nerven. Kann ich nicht vielleicht sogar lieber was anders machen? Dass ich sage, statt daneben den ersten Angriff. Ein schwächer Gegner wird durch ersten Angriff besiegt. Ah, Mann! Dieses... Ah, fies. Oh, der hat einen Orden dabei. Ob ich den bekomme? Ich schätze mal nicht. Multisprung. Und Saugmatz. Geben leider auch nur einen Sternpunkt. Voll wenig. Viel zu wenig. Ach, so, los, komm. Ich will einmal... Ja. Seht ihr, jetzt hat er sich in Luft aufgelöst. Das ist der Effekt des Erstangriffsordens. Wenn es wirklich ganz schwache Gegner sind, ich weiß nicht, bis wie viel KP das überwirkt, dann werden die wirklich jetzt durch einen Erstangriff schon besiegt und können uns eigentlich quasi kreuzweise. So, hier kann ich jetzt auch schön durchschlüpfen. Und dann sind wir eigentlich auch schon hier. So, in diesem Raum haben wir irgendwie was mal bekommen. War das der schwarze? Nee, der schwarze Schlüssel? Oh, ich glaube, das war sogar der schwarze Schlüssel, den wir hier bekommen haben für diese Truhe da. Aber seht mal hier, die ganze Zeit schon war hier ein Riss in der Wand. Aber erst jetzt mit Babam können wir den Riss sprengen. Also die Wand quasi. Und dann haben wir hier einen geheimen Raum mit einem Block. Und auf einmal ist hier eine Truhe. Einen Ultrapfeil erhalten. Frag irgendwen, was das hier bedeuten mag. Ja, ich habe absolut keine Ahnung. Ich meine, gut, ich habe natürlich Ahnung, ich stelle mich nur doof. Aber wenn man das zum allerersten Mal in dem Spiel findet, das Spiel das erste Mal zockt, dann denkt man sich, ey, wir sollen das hier? Ein Ultrapfeil. Einfach nur so einen dummen Pfeil gefunden. Naja, damit gehen wir dann halt zu Merlon zurück. Und genau aus dem Grund sage ich halt jedem, empfehle ich Ihnen, macht den Auftrag von Agrina erst, wenn ihr Bardum habt, dann könnt ihr nämlich das auch zur selben Zeit holen. Weil das mit diesem Ultrapfeil ist zum Glück kein direkter Auftrag von Merlon. Das war einfach nur eine Bitte von ihm. Das hat er ja nicht in der Jobagentur ausgeschrieben. So, das war das eine. Und das andere, da müssen wir, wie gesagt, wirklich bis nach oben in den Raum, wo wir gegen Logarth gecatcht haben. Wo auch immer jetzt Logarth ist, ich habe keine Ahnung, sie ist einfach echt nicht mehr da. Sie ist verschwunden. Hat sich in Luft aufgelöst, was auch immer. Man denkt ja wirklich, hey, in diesem riesengroßen Raum hier ist doch gar nichts. Aber passt auf, irgendwo hier ziemlich in der Mitte müssen wir einfach pusten. Na, seht ihr? Müssen wir nur richtig hinstellen. Bisschen weiter hier. Ah, die ganze Zeit war hier noch ein Orden versteckt. Das ist eine Truhe mit einem Orden. Nämlich dem Soundfix C-Orden. Bring Margarete den Orden, den sie sucht. Ja, und damit hätten wir den Auftrag mit der Benning abgeschlossen. Jetzt können wir natürlich den ganzen weiten Weg wieder zurücklatschen. Das ist ja der nächste Scheiß. Aber Leute, das werde ich jetzt schneiden, ja? Also wir sehen uns gleich wieder bei Nagarine. Bis gleich.
So Leute, da bin ich wieder. Endlich wieder zurück bei Nagarine. Hihihihi, ich sehe es dir an. Du hast ihn gefunden, oder? Na klar. Das ist der Orden, den ich gesucht habe. Mein süßer Mr. Schnauze, hört zu und werd nicht sauer. Den Orden habe ich dort versteckt. Dies war ein Spiel. Verzeih mir. Aber genau wie ich erwartet hatte, Schnauzi Bauzi. Du hast offensichtlich noch mehr Talent als ich, Orden zu finden. Ich habe eine prima Idee. Von nun an werde ich dich auf deinen Abenteuer begleiten. Mir scheint, ich kann viele tolle Orden finden, wenn ich mit dir gehe. Und deine Belohnung, also... Da du dich von nun an um mich kümmern musst, gebe ich dir diesen wertvollen Orden. Ein Orden, Soundeffekt erhalten, beim Angriff piepst Mario wie eine Maus. Und das hier, nimm zum Zeichen meiner Freundschaft. Nagarine gehört zum Team! Nagarine hat folgende Fähigkeiten. Drückst du X, erschnuppert sie, ob es in der Umgebung etwas zu finden gibt. In dieser Gegend scheint es nichts besonders zu geben. Drückst du X, erklärt sie dir, ob sich Items oder Orden in der Nähe befinden. Ganz in der Nähe scheint sich etwas zu befinden. So zeigt sie dir, dass Items oder Orden in deiner unmittelbaren Nähe sind. Im Kampf kann sie den Gegner mit der Maulschelle angreifen und mit Diebesgut stiehlst du den Gegner Items. Dein Auftrag ist erledigt. Ey, ich finde das so toll. Wir können tatsächlich Nagarine im Team haben. Sie ist jetzt unser letztes Teammitglied. Sie ist zwar völlig optional. Wir müssen sie nicht im Team haben, um das Spiel durchspielen zu können. Aber da es hier natürlich um 100% geht, muss sie natürlich mit von der Partie sein. Finde ich aber richtig nett, dass sie so ein optionales Teammitglied noch eingebaut haben. Hier, Nagarine, diebische Maus, die einen Ordensshop betreibt. Drücke X und sie findet Nützlichkeiten in der Nähe. Findet sie etwas, zuckt ihre Nase. Ja, und dann hier Technikcheck. Maulschelle, 0 BP. Schlagtätige Verteidigung des Gegners umgeht. Ganz praktisch. Und hier eben Diebesgut für 2 BP klaut dem Gegner Items und Orden. So können wir dann endlich mal, auch wenn wir richtig Glück haben und so Gegner mal Orden dabei haben sollten, können wir die mit Nagarine tatsächlich von denen klauen. Ist richtig geil. So, und jetzt werde ich natürlich noch etwas tun. Erstmal braucht Merlon natürlich den Ultra-Pfeil. Aber dann kann ich natürlich auch Nagarine gleich mal in den Superrang aufstufen. Und dann werdet ihr auch gleich mal sehen, was es mit diesem Ultrafeld überhaupt auf sich hat. So, also erstmal bitte Nagarine den Superrang aufstufen. Mit Schwindling wird allen Gegnern schwindlig. So, für diesen Mischer soll der Rang erhöht werden, na klar. Rangus Aufus! Aufus! Du darfst dich nur entfernen. So, und schon hat, gut, bei Nagarine erhöht sich die KP nur von 15 auf 20, die hat halt nicht so viel im Kampf, halt, der ist jetzt nicht so stark, aber sie ist halt der klassische Dieb in so einem Rollenspiel eben. So, jetzt kann sie Schwindling einsetzen für 3 BP, macht Gegner schwindelig und eventuell bewegungsunfähig, auch nicht schlecht. So, und jetzt kommt erstmal wieder Comprina raus und jetzt spreche ich ihn natürlich direkt an. So, hier, guck mal, habe ich gefunden, Ultrafeil, was soll das? Was gibt es? Ihr habt den Ultrapfeil? Der Ultrapfeil? Oh, natürlich! Das hier ist der Ultrastein. Das ist also der Sinn der Offenbarung. Ich hatte völlig vergessen, dass ich ihn damals dort unterm Dach eingelagert habe. Damit kann der Rang deiner Freunde noch weiter erhöht werden. Komm vorbei, wann immer du eine Rangerhöhung deiner Freunde wünschst.
Ey, das ist so geil. Jetzt ist seine Kristallkugel rot geworden durch den Ultrastein. Der braucht einen Pfeil nur, damit er wusste, aha, oben auf seinem Dachboden ist der Ultrastein. Denn der höchste Rang aller Partner ist nicht der Superrang, sondern der Ultrarang. Und da ich ja zum Glück noch 9 Insignien habe, kann ich gleich 3 weitere Mitglieder hier jetzt in den Ultrarang aufstufen. Und ich finde, Gumbrina soll als erste die Ehre haben. Die ist ja schon am längsten dabei. Also mache ich das einfach mal. Und dann werde ich den Part beenden. So, möchtest du den Rang eines weiteren Freundes erhöhen? Ja. So, Gumbrina. Mit Kraftkuss lässt sie Mario einmal mehr zuschlagen. Das ist eine richtig geile Fähigkeit. Da kann Mario dann zweimal pro Runde angreifen. Das ist richtig super. Das möchte ich auf jeden Fall haben. So, für diesen Mischer soll der Rang erhöht werden. Yo. Rangus Aufus. Aufus. So, möchtest du doch eigentlich deine anderen Freunde erhöhen? Ja. So, und jetzt haben sich Gumbrinas KP auf 30 erhöht. So, jetzt muss ich aber natürlich ein bisschen abschätzen, bei wem bringt es am meisten, wenn ich den jetzt in den Ultrang aufstufe. Was haben wir hier? Kupio. Mit Ultrapanzer greift er alle Bodengegner zugleich an. Das wäre echt nicht schlecht. Dann bei Arona mit Nebelwand schützt er Mario vor Attacken. Naja. Dann hier Blaze mit Herdentrieb greift er alle Gegner zugleich an. Barbara mit Virikus verwirrt sie alle deine Gegner. Bartom ist auch richtig geil. Mit Powerbombe greift er alle Gegner zugleich an. Und bei Nagarina dann nochmal mit Lebenskuss regeneriert sie Marios KP. Also ich glaube, am besten wären wirklich Kupio und Bartom, weil die dann richtig schön stark werden. Und die anderen, die müssen halt leider noch ein bisschen warten. So, Kupio. Mit Ultrapanzer greift alle Bodengegner zugleich an. Das ist richtig geil. Der soll es bitte sein. So, und natürlich wieder Rangus Aufus. So, und Kupios KP haben sich auf 25 jetzt erhöht und jetzt bitte noch den guten alten Bartom mit Powerbombe, greift ja alle Gegner zugleich und das ist obergeil. Das ist eine seiner allerbesten Attacken, also bitte Bartom. Möchte ich auch den Rang erhöhen, bitte. Und noch ein letztes Mal Rangus Aufus. Zumindest für diesen Part. Du darfst dich nur entfernen. So, und das ist das Allergeilste. Bartom hat als einziges Teammitglied 40 KP auf dem Ultrarang. Das ist endgeil. Ich sage, er ist der Stärkste und hat auch die meisten Lebenspunkte. Richtig super. So, hier, Bartom. Jetzt hat er hier, Alter, die kostet 9 BP, die Powerbombe. Ist aber wirklich super duper stark. Powerbombe, Explosivattacke, die alle Gegner trifft. Das heißt, egal ob auf dem Boden, an der Decke oder in der Luft, ganz egal, die werden alle davon getroffen. Richtig geil. So, und Gumbrina kann eben jetzt den Kraftkuss einsetzen für 4 BP. Der Kraftkuss lässt Mario einmal öfter zuschlagen. Und hier bei Kupio, der Ultrapanzer ist quasi die stärkere Version des Powerpanzers. Trifft alle Bodengegner und umgeht ihre Verteidigung. Das kommt auch noch dazu. Richtig super. Kostet aber auch 6 BP. Richtig geil. Und wie gesagt, die anderen kann ich sowieso erst aufstufen, wenn ich noch mehr Insignien gefunden habe. Und das wird natürlich wiederum einige Zeit dauern. Naja. Also mal sehen, vielleicht geht's im nächsten Part dann eh wirklich schon ins sechste Kapitel mit diesen ganzen Aufträgen. Da kümmere ich mich dann erst später drum. Also ihr wisst schon, da bei der Jobagentur jetzt. Das mache ich dann doch lieber erst etwas später. Und eventuell kann ich ja oft genug noch ein bisschen leveln, weil ich brauche nur mehr 19 Sternpunkte, damit ich wieder Level Up habe. Und da werde ich wirklich mal meine Gesamt-KP auf 25 erhöhen von Mario, weil nur 20 ist für ihn ein bisschen wenig jetzt. Wird es ja doch immer schwieriger. Also bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 2, Leute. Ciao.